So, liebe Fußballfans, wir sind gleich soweit. Wir sind schon live aus Augsburg, aus der WWK Arena. Beste Sicht hier von der Kommentatorentribüne. Grüße von Jan Platte und Florian Schmitz-Oberfeld. Des Deutschen liebstes Kind, das ist die Fußball-Bundesliga heute mit FC Augsburg gegen den VfL Bochum. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das verspricht eine Menge. Diese beiden Mannschaften im direkten Duell, ja, das kann eigentlich nur großartig werden. Die Aufstellung des FC Augsburg. Drei Innenverteidiger, davor ein volles Zentrum mit unterschiedlichen Rollenverteilungen. Grundsätzlich ist es das Ziel, dominant zu sein und viel Druck aufzubauen mit dieser offensiven Formation. Und das ist die Aufstellung des VfL Bochum. Sie spielen im 4-5-1 und ihr Fokus liegt ganz klar darauf, Überzahl, Situationen zu schaffen, viel unterwegs zu sein, um dann eben die offensiven Stärken richtig gut ausspielen zu können. Jetzt kann es hier losgehen mit dem ersten Durchgang. So, da ist der Ball erstmal weg. Bero. Sissoko. Lucia. Ja, ganz klar, die Bochumer kommen jetzt nochmal. Hier, Jan, ich weiß nicht, also klar feiern wir den ohne Ende, wenn der reingeht von da und mit der Wucht. Aber warum versucht das überhaupt, mal blöd gesagt? Weil man möglicherweise gefeiert werden möchte. Aber ja, da braucht es dann einen deutlich präziseren Abschluss. Pedersen. Den Pass, gut gerochen. Das Tor gemacht. Dribbling sieht nicht schlecht aus. Ja, sah nicht schlecht aus, aber das haben sie nicht gut genug gespielt. Bero. Philipp Hofmann. Oh, wenn der ankommt, dann geht was. Ja, und jetzt ist er drin. Das erste Tor in diesem Spiel. Wir gucken noch mal auf dieses Tor. Gar nicht so easy, den reinzumachen, hat da kaum Platz, aber der Abschluss letztendlich optimal. Na, drin das Ding. Wir machen weiter, Anstoß Augsburg, die jetzt gefordert sind nach dem Rückstand. Zweikampf, gutes Tackling. Und da ist er frei durch. Das muss gefährlich werden.
Ja, das ist mal entschlossen geklärt. Ganz früh gestört und den Ball hoch gewonnen. Das ist ein guter Block. Der Ball ist leicht verzogen zum Einwurf. Marius Wolf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und was eine Parade. Aber der hätte nicht gezählt. Abseits. Torwart verliert er den Ball. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Oh, Jan, der war eng. Oh, mein Mann. Wenn das so weitergeht, ist er nur noch eine Frage der Zeit. Wichtig für Sie jetzt, genauso dran zu bleiben, drauf zu bleiben. Lucia. Vero. Ja, den hat er sehr gut abgefangen, diesen Pass. Guter Pass, das könnte was werden. Der Ball kommt gut. Kluger Pass. So, auf. Starker Block, gut verteidigt. So, Schiedsrichter sagt Freistoß und da gibt es auch keine Proteste. Der war nicht sauber im Zweikampf. Oh, unnötig, Jan, da so reinzugehen. Es gibt Gelb, richtige Entscheidung. Das haben sie nicht gut gemacht. Jetzt über Marius Wolf. Da sagen wir gerne kompromisslos. Oh, da ist die Chance auf den Ausgleich. Ja, den Ball hier rausgefaustet. Granado. Medic. Nachspielzeit ist eine Minute. Und jetzt sind wir durch mit Halbzeit 1 hier in Augsburg in der WWK Arena. Und wenn wir über seine Leistung individuell sprechen, finde ich, eine gute erste Hälfte. Das macht Spaß bislang, zuzugucken, hat die Führung erzielt, macht ein klasse Spiel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, schauen wir es uns an, wie gut der FC Augsburg die Pause genutzt hat. Sie brauchen mindestens ein Tor in diesen zweiten 45 Minuten. Das ist ein gefährlicher Ball. Ja, Keeper ist da in der Szene ohne Probleme. Elvis Rex Bejay. Sehr starker Ball. Das Tor, alles wieder Ari. Nochmal dieses Tor. Super durchgesetzt. Und dann dieser harte Schuss zieht einfach ab. Und drin ist er. Die Freude auf dem Platz über den Ausgleich und die Freude auch an der Seitenlinie. Beim Trainerteam. Sie sind zurück in dieser Partie.
1-1 der Stand und jetzt geht's weiter. Guter Pass wird vielleicht was. Und lässt das Ding fliegen. Oh, haarscharf. Stellungsspiel, den Ball haben sie. So, und jetzt will Bochum hier was holen aus diesem Angriff. Und Vorsicht, jetzt die Chance. Und versucht es hier eigentlich, den schön platziert reinzuschlenzen, aber platziert ihn weiter neben. Ja, im besten Fall legst du den genau neben den Pfosten, aber da hat am Ende ganz, ganz viel nicht gestimmt bei diesem Abschluss. Also wenn es hier auch am Ende unentschieden steht, wird sie das sicher nicht zufriedenstellen. Es ist eine Partie, die sie unbedingt gewinnen wollen. Aber wenn sie das schaffen möchten, müssen sie jetzt endlich anfangen, sich gute Möglichkeiten zu erspielen. Und sie sind wieder unterwegs. Aber kommen sie jetzt endlich mal richtig gefährlich vor das Tor. Und jetzt eigentlich schon die ganze Abwehr überspielt. Ja, boah, Pfostentreffer, aber weiter geht's. Nee, der Angriff, nichts Zählbares eingebracht. Ja, da hat nicht viel gefehlt zum Führungstreffer in dieser Szene. Aber die Kugel landet nur am Aluminium. Guter Versuch aber. Sehr früh gesteuert und der Ballgewinn. Guter Pass, das könnte was werden. Ja, vielleicht die Chance. Erst geblockt, aber bleibt heiß. Zieht da mal ab. Ja, nicht schlecht. Da hechtet er den Ball hinterher und hat ihn. So, jetzt ein Wechsel. So, der Eckball kommt. Ja, der war ein bisschen halb, da ist immer noch gefährlich. Oh ja, und wenn der passt, der Volley, dann rasten hier alle aus. So, lieber schnell vergessen. Ja, so segelt die Kugel Richtung Tribüne. Ich mag es ja auch, wenn man sich was zutraut, aber der geht deutlich daneben. Maximilian Wittek. Bero. Und der sieht richtig gefährlich aus. Boah, wie hält der diesen Ball? So, und der kommt in die Mitte, der Eckball. Der ist gehalten, aber immer noch heiß, der Ball. Ja, die Flanke ist ein gutes Stück zu hoch. Kommt keiner an. Ja, und das ist auf der letzten Rille. Gute Abwehrarbeit. Oh, das war ein hartes Tackling. Das war kein guter Zweikampf. Das riecht, ehrlich gesagt, nach einer gelben Karte. Der Zweikampf, ja, der war gelbwürdig. Kann man, glaube ich, so sagen. Gibt auch aus meiner Sicht keinen Grund für Diskussion. Das musst du so entscheiden. Was für eine Spannung in diesem Spiel. Und die Fans, die machen noch mal einen unglaublichen Lärm. Noch bleiben beide Teams 5 Minuten, um an diesem Remis hier noch irgendwas zu ändern. Tja, die Abwehr ist unter Druck. Sie sind schon wieder tief in der gegnerischen Hälfte. Unentschieden reicht ihnen. Und der ist richtig gut
gehalten, dieser Ball, ordentliche Chance. Es bleibt trotzdem beim Unentschieden. Aber wir sehen, wer die Intention hat, hier jetzt nochmal vorne was zu bewirken. Wer dieses Spiel unbedingt gewinnen will, die Parade natürlich herausragt. Kurze Variante. Strafraumbesetzung ist gut. Wie gut kommt der Ball? Ball erstmal geblockt. Ja, mit vollem Druck auf den Ball. Gutes Tackling. Und der sieht gut aus. Und da ist das Tor. Die ganz späte Führung. Das könnte schon die Vorentscheidung sein. Ganz entscheidend bei diesem Tor, wir sehen es hier in der Wiederholung, natürlich das erfolgreiche Pressing. Sie gewinnen die Kugel und dann ist der Weg kurz zum Glück. Das machen sie in letzter Instanz richtig gut. Also 2-1 steht's hier. Einige Tore schon gesehen. Mal gucken, ob wir noch mehr kriegen. Elvis Rex Bejai. So, und jetzt ist Schluss und es setzt wirklich eine bittere Heimniederlage. Das ganz späte Gegentor hat letztendlich dafür gesorgt, dass sie als Verlierer vom Platz gehen. Sie hatten am Ende nicht mehr die Zeit, möglicherweise auch nicht mehr die Kraft, um nochmal zurückzukommen.